Jo, was geht ab? Guten Morgen und herzlich willkommen zu einem neuen Daily Onessa Vlog. Ich bin jetzt wach und voll krass, heute ist einfach schon der erste Advent. Ich fand, dieses Jahr ging so schnell rum. Wahrscheinlich sagt man das immer, aber im Vergleich zu den letzten Jahren, das ging unfassbar schnell rum. Ja, ich werde jetzt mal einen Vlog schneiden. Dann die Wohnung sauber machen und dann kommen die Ladies und wir machen Spieleabend oder so. Nein, warte, erst kommen Laura und Stella und wir gucken Teen Wolf. Und dann kommen noch Nicole und Jenny und dann machen wir Spieleabend. Ja. So, ich bin jetzt gerade fertig geworden mit sauber machen und Wäsche waschen und so weiter und so fort. Und ich habe tatsächlich gerade ein bisschen weihnachtlich dekoriert. Dort ist ein Schuh. Hier sind ein paar Kerzen und so eine Schneemann. Kerze. Das ist der Wahnsinn. Hier sind so ein paar Schneekugeln und so ein Geschenk. Dann sind hier so ein paar kleine Geschenkdinger drauf. Oh, hier ist ein Stern. Das ist so ein Ding und so Holzsternchen. Ich weiß, es ist der absolute Wahnsinn. Oh, ich glaube, das war es auch schon. Ja. Nee, hier habe ich nichts gemacht. Ja, hervorragend, oder? Also wenn das nicht weihnachtliche Stimmung hervorruft, dann weiß ich auch nicht. Ja, und jetzt müssten auch Laura und Stella jeden Moment kommen. Dann gucken wir zwei Folgen Teen Wolf und dann kommt der Rest. Ja. Entschuldigung, seid ihr bescheuert eigentlich? Fräulein? Aua! Ah, ich bin voll in den Kampf geraten. Aui. Aui. Los geht's! Seid ihr gespannt? Ja. Ich weiß nicht mehr, was ist nochmal im Finale passiert? Ich weiß auch nicht mehr. Stimmt. Keine Ahnung. Essen sein! Wir haben Burger bestellt und Mozzarella-Steaks und lalala. Ich mach schnell die Musik. Ohne Scheiß, falls ihr aus Dortmund kommt, bestellt mal bei Burger to You. Das ist mega geil. Jetzt essen wir. Tschüss. Nami. Was? Tschüss! Ich hab Hunger! Was ist da los, Salz? Hallo! Boah, Leute, ich bin ja übrigens so dumm. Ich habe euch doch letztens vor ein paar Vlogs diese Sachen vorgestellt von bua.de, die ich mega cool finde, so gefriergetrocknete Früchte. Ich verlinke euch den Vlog nochmal hierhin, wenn ihr ihn nicht gesehen habt. Und ich habe übrigens einen 10% Rabattcode. Ich bin so dumm, ich habe es voll vergessen. Also mit dem Rabattcode Vanessa könnt ihr 10% Rabatt auf diese Sachen bekommen. Also wenn ihr Bock habt, da zu bestellen, tut mir mega leid, ich habe es voll vercheckt. Dürft ihr das gerne tun. Ich verlinke euch nochmal alles in der Infobox. Geht mal alle jetzt in meine App und postet ein Bild oder ein Video von euren Tieren. Ich habe euch ja gestern gefragt, was ihr so habt. Postet das mal in die App. Ich habe da einen Beitrag zu erstellt. Postet das mal da rein. In die Jonessa-App. So, die Ladies sind jetzt alle weg. Ich habe jetzt gerade noch ein bisschen Papierkram gemacht und liege jetzt auf dem Sofa und glaube, werde gleich ein bisschen YouTube gucken. Oder How to Get Away with Murder? Erst YouTube. Ach, eigentlich will ich aber weiter gucken. Und ihr sagt alle, ich soll dieses Club der roten Bänder gucken. Aber ich gucke kein Fernsehen. Ich muss das dann irgendwo im Internet gucken. Aber erstmal gucke ich How to Get Away with Murder weiter. Naja, auf jeden Fall habe ich gerade eure ganzen Kommentare gelesen. Ich habe ja gefragt, was ihr für Haustiere habt und wie die heißen. Finde das mega interessant. Die meisten haben tatsächlich Katzen und Hunde, aber ich glaube, das ist normal. Und ich dachte mir, aufgrund dessen erzähle ich mal, was ich so für Haustiere hatte, wenn ich das alles zusammenkriege. Mein erstes Haustier war ein graues Kaninchen, das hieß Schnucki. Dann habe ich noch ein Kaninchen, also dann, als das gestorben ist, habe ich wieder ein Kaninchen gehabt, das auch Schnucki hieß. Dann habe ich zu dem Kaninchen mir eins dazugeholt, das war Fussel.
Das war das süßeste Kaninchen ever. Das ist zwar ein bisschen blöd, wenn man das so sagt, weil eigentlich mag man ja eigentlich alle gleich, aber das war so ein Lieber. Die beiden davor hatte ich nämlich aus einer Tierhandlung und die waren so ängstlich und mit denen konnte man einfach nichts machen. Und Fussel hatte ich von, ich weiß nicht, von einer Züchterin oder von einer Privatperson, auf jeden Fall nicht aus einer Tierhandlung. Und der war einfach so lieb und so entspannt und ja, und dann ist Schnucki gestorben, dann hatte ich nur noch Fussel und wollte nicht, dass der allein ist. Da habe ich dann wieder aus einer Tierhandlung, was blöd war, weil der genauso ängstlich war, einen dazu geholt, eine, und also ein Kaninchen. Und das hieß Cookie. Und Cookie gibt es immer noch. Der ist dann bei meiner Schwester gewesen, weil ich halt nach Konstanz gezogen bin damals und da konnte ich die Kaninchen nicht mitnehmen, weil ich eine 30 Quadratmeter Wohnung hatte. Und sie hat dann noch zwei Kaninchen dazu geholt. Naja, auf jeden Fall, die hatte ich. Dann hatte ich parallel zu den Kaninchen insgesamt, also erst ein Hamster, so einen dschungarischen Zwerghamster oder wie die hießen. Der erste hieß Billy. Dann hatte ich, glaube ich, so einen normalen Hamster, so einen etwas größeren. Der hieß Sunny. Hatte ich noch mehr Hamster? Ich weiß es gar nicht, wie viele Hamster ich hatte. Also die beiden auf jeden Fall und vielleicht hatte ich noch mal einen dritten. Die leben ja leider nicht so lange. Dann hatte ich auch mal ein Pflegepferd, so ungefähr bis ich 13 war, aber auch nicht so lange, weil das ist irgendwann voll ausgerastet. Das hatte ich so am Strick und wollte das von der Weide in den Stall führen. Und auf einmal ist das so voll losgerannt und ich hing da so dran und bin so gegen den Baum geknallt. Vielleicht bin ich deswegen so behindert. Nein, keine Ahnung. Auf jeden Fall ist es voll ausgerastet und dann musste ich das halt abgeben. Hallo? Aua. Das hieß Fifikus. Das war sehr schön. Ich bin auch sehr lange geritten. Also, ich glaube, seit ich 4 bin oder so, bis 13, war auch auf so Reithöfen und habe auch früher Turniere und so gemacht und so Dressurreiten und wie das alles hieß. Wie hießen das, was man da macht? Dieses. So Kunststücke auf dem Pferd und so. Bin ich dumm? Keine Ahnung. Das habe ich auf jeden Fall gemacht. Was hatte ich denn sonst an Tieren? Ja, das war's eigentlich. Dann bin ich nach Konstanz gezogen. Da hatte ich nichts. Keine Tiere. Und dann bin ich hier in die Wohnung gezogen. Ich habe gerade festgestellt, ich wohne schon 2,5 Jahre in dieser Wohnung. Das ist schon krass. Genau, ja, ziemlich genau 2 Jahre. Ja, und dann habe ich mir diese Lady und diese Lady geholt. Die ich übrigens aus so einer Katzenauffanghilfestation habe, die wurden aus Griechenland gerettet. Die habe ich seit letztem Jahr April. Und dieses Jahr im Juni habe ich mir dann diesen Herrn noch dazu geholt. Von einer Züchterin. Beziehungsweise den Kontakt habe ich durch eine Zuschauerin, mit der ich geschrieben hatte. Und sie hat mir halt erzählt, dass die Katzenbabys haben und so kam das alles zustande. Ja, da merkt man aber auch einen tierischen Unterschied, weil die beiden sind halt so ängstlich. Also ich meine, klar, ich weiß nicht, was die für eine Vorgeschichte haben, aber auf jeden Fall keine gute. Und er halt nicht, er kommt halt aus einer ganz normalen Familie und hat nichts Schlimmes durchgemacht. Und das merkt man halt sehr, sehr krass im Charakter. Aber ich liebe sie trotzdem alle. Ja, das zu meiner Tiergeschichte. Und ich hätte gern einen Hund. Ich wollte mir auch, bevor ich mir die Katzen geholt habe, wollte ich mir auch eigentlich einen Hund holen, aber das wäre so Quatsch, weil ich halt. Es gibt halt Tage, wo ich so lange unterwegs und arbeiten bin und so. Und da kann ich halt einem Hund einfach nicht gerecht werden. Und deswegen habe ich mir auch zwei Katzen geholt, nicht eine. Dass, wenn ich weg bin, dass die halt eine Katze nicht alleine ist, weil das würde mir voll leid tun. Und ja, aber irgendwann hätte ich gern nochmal einen Hund. So, wenn das alles machbar ist, vielleicht, weiß ich nicht, in was weiß ich wie vielen Jahren. Irgendwann mal. Ja, das zu meiner Tier. Story. Ganz vergessen, was ist mit dem Licht? Keine Ahnung. Wir hatten auch die ganze Zeit, also fast durchgängig immer noch Wellensittiche. Aber die waren irgendwie nicht meine, von daher zähle ich die irgendwie nicht dazu. Und die hießen fast alle Jockey. Warum auch immer. Dann hatten wir mal zwei und da hieß der zweite Tweety. Ja. Boah, übrigens haben wir ja gerade 2 Folgen Teen Wolf geguckt. Und ich habe es so vermisst und ich glaube, ich werde heulen, wenn ich die letzte Folge geguckt habe, weil es dann nie wiederkommt. Die waren auf jeden Fall echt gut. Ich fand die wirklich gut.
Aber ich finde Teen Wolf generell gut. Was ist denn mit dieser Katze? Was ist mit dir? Ja, war auf jeden Fall nice und ich wollte irgendwas gesagt haben, was ich jetzt vergessen habe. Irgendwas habe ich, ich glaube. Ich habe im Moment generell voll viel Pickel. Ist ja nicht so, dass in 6 Tagen die Glow ist. Egal, müsst ihr halt mit meiner Hässlichkeit leben. Also ich werde jetzt noch YouTube gucken. Dann werde ich mir meine Haare nass machen und Olaplex reintun, damit ich sie morgen waschen kann und Olaplex über die ganze Nacht einwirken kann. Ja, das werde ich tun. Und dann werde ich schlafen gehen und wir sehen uns morgen wieder. Ich werde jetzt den Vlog beenden, weil ich nichts mehr zu sagen habe. Ich hoffe, er hat euch trotzdem irgendwie gefallen. Und wir sehen uns dann morgen wieder. Tschüss.